Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Far Cry 4. Ja, wir machen ja weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir wollten ja darunter zu diesen blinkenden Sternen. Das ist irgendwas, keine Ahnung, wie das hieß. Blutrubin oder so. Ich hab's schon wieder voll vergessen. Ist schon wieder voll lange her. Ja, aber ich würde sagen, ich quatsch nicht lange. Ich schmeiß das einfach mal hier. Ich mache einfach mal Push the Button und Abflug. Jetzt kommt der weiße Hai raus und frisst uns. Sehr geil. Okay. Cool, nochmal. Die Männer haben ein paar Krieger vom Goldenen Pfad gefangen. Sie werden sie töten. Warte mal, hier leuchtet da irgendwas blau. Was leuchtet denn hier blau? Warte mal. Namaste. Bitte jetzt nicht. Ich habe gehört, Pagan-Soldaten hätten Kämpfer vom Goldenen Pfad gefangen. Ich frage. Ist mir vollkommen egal. Der eiserne Planet, Kirat. Schamanismus und Damis. Heutzutage ist Schamanismus selten in Kirat, aber er wird in bestimmten Teilen des Landes immer noch in sogenannten Ashrams praktiziert. Die Medizinmänner, Dami genannt, fungieren als Vermittler zwischen der geistigen und der materiellen Welt. Die Bewohner von Kirat gehen davon aus, dass unterschiedliche Arten von Geistern verschiedene Krankheiten hervorrufen können. Beim Heilungsritual wird je nach Krankheit oft ein Hahn oder eine schwarze Ziege geopfert. Okay. Ja, ja, na, komm, erzähl mir mal deine AJ, Suchen. Ich habe ja einen Freund in der Garde. Er sagte, Pagans Männer suchen den Rubin vom Prabodhana. Den Blutrubin und das Auge der Erleuchtung. Das Volk muss den Rubin zurückbekommen, wenn das Land wieder sicher ist. Mins Männer dürfen ihn nicht kriegen. Sie würden ihn verkaufen. Und damit ein Stück unseres Erbes. Hier, ich zeig dir, wo du hin musst. Okay. Oh, ist das so ernst? Wieder da hoch. Davon, wie Pagan einen Trupp Soldaten des Goldenen Pfades gefangen hat. Ja, ja, ist doch nur in Ordnung. Ich habe auch Angst, dass hier irgendwo mal so ein Krokodil hier rumgeistert. Oder so ein. Ist das der Feind? Nee. Nicht so ein Krokodil, Alligator. Ich glaube, es war ein Alligator. Habe ich mal in so einer Videosequenz gesehen. Ich habe voll Angst, dass hier. Nee, würde ich sagen, die sind zu schnell für einen Alligator, gell? Die rennen ja hier los wie Speedy und so alles hier. Wow, Schneckenrennen. Ach nee, Schnecken, als hätte ich schon Schildkrötenrennen. Mal sehen, wer gewinnt. Ja, wird ganz schön eng, also. Sehr cool. Okay. Oh, da hinten haben wir wohl eine Festung. Da müssen wir bestimmt irgendwann mal rein, hm? Da müssen wir bestimmt irgendwann mal rein. So, wenn ich mich jetzt mit meinem fetten Kadaver hier in das Wasser dränge. Ich habe voll Angst, dass hier irgendwo hier ein Blauwal oder so drin ist. Na, gucke, da schwimmt schon einer. Ich hab's doch gewusst. Scheißegal, wir gehen auf die Station. Wenn der uns fressen tut, ist es halt so. Na, haben wir doch ganz cool geschafft. Siehst du, der hat gar kein Interesse an uns. Der weiß, dass wir nicht schmecken. Auf einen kommen wir nicht erst von da oben irgendwo. Sollen wir wieder da hoch? Na, wir haben es in Truthahn. Bleib ja weg von mir. Okay, jetzt verraten wir mal, wie wir da hochkommen. Alles klar, oh, dann geht's hoch. Wo ist es denn? Ach, da hinten. Wie darf ich jetzt... Mir hat da gerade irgendwas geleuchtet. Ach so, du, was gehst du mir auf den Sack? Dum bam bum bam bu. Er ist schon über uns gelöst, toll. Ja, sehr schön.
Ach, da ist er. Guck, guck. Ach, scheißegal. Wir lassen die ganze Kacke da einfach. Okay. Wie muss ich jetzt... Nee, ich muss doch jetzt... Nee, oder? Die wollen doch nicht, dass ich schon wieder da auf diesen Dings da gehe. Auf diesen komischen eingefärbten Berg da. Auf diesen kreidebleichen Berg. Wollen die doch nicht schon wieder? Das ist ein Nö. Ey, nö, ich streik jetzt langsam. Nö, das macht keinen Spaß. Die Pagan einen Trupp Soldaten des Goldenen Pfades gefangen hat. Du kannst mich mal. Geh selber, mach selber deine Kacke. Mann, 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 ey. Ja, Himala, ja. Ist ja ganz was Neues. Na gut, vielleicht finden wir noch ein paar Miezekatzen, die wir brauchen. Der Blutrubin. Sehr schön. Könnte es ja wenigstens mal ein bisschen heller sein, dass man ja auch wenigstens mal was sieht. Theomine 4. Ich hoffe, hier ist diesmal nicht mit dem Sauerstoff so schlimm. Oh, ne, hier, ey, ne, ihr habt einen Sturm gesehen. So, schlaf schön, mein Fräulein. Der andere hat das bestimmt nicht mitgekriegt, oder? Doch, hat er. Aber sehr komisch. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Ach, da hinten sogar eine Alarmanlage. Zum Glück sind alle tot. Sicherheitshalber kaputt machen, gell? Sicher, sicher. Okay, hier soll irgendwo eine Kiste sein. Hier, dankeschön. Sehr fein. Oh, immer diese Kacke zum Lesen, ey. Minensicherheit, täglicher Bericht. Durch Sklaven eingetroffen. Morgen früh werden wir sie gleich einsetzen. Zwei Versorgungsfahrzeuge sind eingetroffen. Sie bleiben über Nacht und fahren morgen zurück, nachdem sie entladen wurden. Wir haben gehört, dass König Min persönlich zur Mine kommen könnte, um den Blutrubin in Empfang zu nehmen, den wir letzte Woche gefunden haben. Oh. Warte, ich mach's kaputt. Scheiße, ich mach's doch nicht kaputt, oder? Warte, ich versuch's nochmal. Warte, ich hab's kaputt gemacht, sehr schön. So, warte. Sehr schön, dass du taub bist, gell? Gefällt mir. Ich lebe, um König Min zu dienen. Zieht euch zum Rubin zurück! Nee, nicht mit Hund! Ach, verdammt, Kacke! Nee, was ist das doch? Warte, warte, warte! Jetzt kann ich mich wehren. Oh nee, wie kommt denn jetzt? Oh nee! Hilfe, Mutti! Warum nur? Ich hab... Genau, jetzt haben sie Alarm. Jetzt, genau. Unlogische Kacke hier. Ah, warum sind die aus der Kacke getarnt, ey? Du siehst ja bloß die Hälfte. Warte! Ja, lad doch nach! Oh, Alter. Was ist denn da los? Warum schießen die denn auch so präzise? Ist ja schlimm. Du mir. Klappt das hier auch mit so einem Köder so? Oh, da kommt eine Miezekatze. Nein, gut in das Not. Hui! Genau, da steht genau was.
Was ist denn da Granate drin und überlebt der Trottel? Wir haben aber wenigstens eine Miezekatze gut. Boah, schau die ganze Zeit ja nur irgendwelche Kackwölfe. Ich will ja keine Wölfe haben, ich will Miezekatzen haben. Warte mal, wir können ja was versuchen. Wir können ja immer einen Köder hinschmeißen. Vielleicht kommt ja mal irgend so eine Katze. Da können wir das nämlich so machen. Aber es hätte ein Huschenbrau mehr sein können. Ich meine, ja, okay, ich hatte... Och, nö. Kein Seewasser getrunken. Aber, ja. Wir versuchen mal unser Glück. Wir gehen... Wo gehen wir denn mal hin? Kommen wir hier hoch? Nö. Kommst du wieder in Schucht, du Spaten? Okay, hier kommst du hoch. Sehr schön. So, dann wollen wir das mal testen. Warte mal, hier, Güter. Englischen Bär, ach Mann. Ich glaube, den müsstest du ja töten, weil der kommt sonst, oder? Ja. Er ist scheiße, den müsstest du sonst töten. Boah, das ist doch nicht ernst. Das ist ja fast wie Lotto hier. Na, gucke. Sehr schön. Flieg erstmal von, naja, 2 Metern so auf die Fresse, dass du fast sterben tust. Wir können schon irgendwas herstellen, sehe ich gerade. Tatsache. Das hat man doch hergestellt. Hä? Hat es das nicht gespeichert, dass wir die Miezekatzen letzte Folge getötet haben? Das hat es nicht gespeichert, hä? Oh, und ich hab gedacht, wir sind jetzt so weit, dass wir das jetzt endlich haben. Boah, ach Manu. Geht die ganze Kacke von vorne los. Okay, jetzt dürfte aber gar keiner mehr drin sein, gell? Wir haben ja eigentlich hier, es kam ja dieses ganze Dorf runter. Hey. Oh, ich... Oh mein Gott, was ist los mit mir? Warte, bleib doch stehen. Das gibt's doch gar nicht. Alter, das stoppt nicht. Alter, 3 Schuss und er lebt immer noch. Oh mein Gott, was sind das für Leute? Alter, und die sind ja nicht mal gepanzert oder so. Was halten die denn aus? Die wollen mich doch verklapsen, oder? So, bevor ihr wieder auf dumme Gedanken kommt. Okay. Dankeschön, ja. Danke, danke, danke. Danke. Ne, das haben wir hinter uns. So, hier soll noch irgendwo eine Kiste sein. Wenn ich eine Kiste wäre, wo würde ich mich verstecken? Oben auf dem Dach. Würde ich mich auf dem Dach verstecken? Ja, sag ich doch. Sei wie Kiste. Denke wie Kiste. Verschaffe dir Zugang zur Mine. Easy. Warte. Hui!
dürft ihr das auch mal mit mir machen? Oh, da oben steht da noch mehr rum. Ah, das sind doch wieder so viele. Oh, hey, du siehst mich gar nicht. Nee, 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 fang erst gar nicht so an. Das kann ja nicht sein. Weil wenn ich dich sehe, hast du mich nicht zu sehen. Halt doch mal die Melone gerade, ey. Was ist los mit dir? Oh, das gibt's nicht, ey. Das ist... Mann, ich hab heute ein Zielvermögen. Ey, das gibt's doch nicht. Schön, wenn du so blöd rumstehst, danke. Ey, ey, ihr habt mich nicht gesehen. Ich bin doch genau drauf auf den seiner so hässlichen Birne. Nee, nee, schlägt noch. Oh, das gibt's heute wirklich nicht. Oh, was ist denn heute hier los? Oh mein Gott, ey. Wie? Wer? Wer redet hier? Feuer frei! Ach nö, muss das sein? Schluck das! Wow, hey! Du hast wohl einen Reifen oder was? Ah. Alter, was? Warum heilen die denn so viel aus? Oh, ich bin schon wieder fast geschrott, ey. Ey, warum halten die Kackvögel so viel aus? Machen wir es halt so. Warte, noch einmal. Oh mein Gott, was ist heute hier los? Huch. Ey, das kannst du heute keinem erzählen. Bist du da unten? Er war da unten. Ja genau, der hockt da ganz hinten irgendwo. Ist das dein Ernst? In dem Moment duckt er sich. In dem Moment duckt er sich weg, ey. Oh mein Gott, ey. Stirbt auch nicht. Warum sterben die alle nicht? Alter, nimm die. Ey, es gibt's doch nicht. Meine Munition ist klar. Okay, einen haben wir noch. Hoffe ich. Wo? Wer? Wieso stirbst du nicht? Warum brauchen die so viel Schuss? Das ist ja Wahnsinn. Na, jetzt haben wir da wenigstens wieder Munition, ey. Das ist ja Wahnsinn. Da brauchst du erstmal eine Stunde hier, um so drei, vier so Leute umzuschießen. Das gibt's ja gar nicht. Ist ja ganz schön Wahnsinn heute hier. Mensch! Ich sag immer, dieses Durchsuchen und Waffe wechseln immer wieder das gleiche ist, oder hier Waffe tauschen. Wie, hier leben noch mehr. Ich hatte nie Training.
Erst stirbst du, dann reden wir weiter. Wo? Weitermachen! Ja, wo denn? Nein, hör auf, das könnte ins Auge gehen. Siehst du? Genau das habe ich gemeint. Oh. Hm, sehr lecker. Mensch, da leben doch immer noch welche. Beschütze den Stein! Huch! Du bist gleich nur noch ein weiterer. Ich weiß nicht, was du mir sagen wolltest. Ja, kommst du überhaupt nicht zum Nachladen? Hier kommen sie gar nicht dazu, die Leute einzusammeln oder hier zu plündern? Das ist doch Wahnsinn. Kommt einem ja fast so vor, als ob das hier in dem Game nur um Rumbauern geht. Okay, Kiste. Da hinten ist meine Kiste. Komm hier. Bin dein Weg da rein. Na prima, da müssen wir bestimmt da hoch, oder? Wir müssen doch bestimmt hier, warte mal hier, du musst dich nochmal. Sehr schön. Ne, hey, das sind. Ach, ich geh in Deckung, du siehst mich nicht. Ja, da liegt eine Leiche! Ne, zwei sogar! Mach das. Schade, das macht gar nicht Bumm. Ich hab Angst. Warte. Ganz cool bleiben. Ne, ihr müsst mich gar nicht suchen. Ich bin gar nicht mehr da. Gewinnt die Schlacht. Was ist denn für eine Schlacht? Schweifen. Ach, das geht mir auf die Ketten. Ne, ich will doch. Aber bestell mal Dankeschön. Dankeschön. Jetzt muss ich die Kacke wieder nachladen, weil ich die Waffe gewechselt habe. Ja, cool, danke. Danke. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Aber der blutet doch gar nicht. Ich muss irgendwo noch hier aus der Kiste. Dankeschön.
Vor allem beschützt den Stein. Ich hab doch einen Stein schon. Au, hör auf damit. Etwas zu weit. Ich bin aber oben. Oh, da hat's Bumm gemacht. Glaubst du, du überlebst das? Granate! Wird sich noch zeigen. Easy. Will ich denn? Ach scheiße, wir sammeln hier sicher allein, oder? Das dauert doch wieder hier Wochen. Ah, den nehmen wir mit hier. Der sieht voll knuffig aus. Du musst klein, noch mehr, die uns auf den Wecker gehen wollen. Oder war's das jetzt? Können wir wieder gehen? Oh, das sind doch... Oh mein Gott, ey. Das ist doch nicht mehr normal hier. Das ist doch wirklich nicht mehr... Das gibt's doch nicht. Ey, wo kommt denn die ganzen Leute her, sag mal? Huch! Huch! Wo ist er denn hin? Ja. Warte, ich hab grad einen Zittrischen. Toll, ich hab's ja gesagt. Warte, Kopf ruhig halten. Das wird sich zeigen. Wo bist denn du? Warte mal. Großwasser. Haben wir sie jetzt alle so irgendwie, irgendwo, irgendwann und warum und weshalb? Scheiße, oder? Genau. Komm ich jetzt hier? Nicht, dass ich hier... Sicher. Ach, da unten ist noch eine Kiste. Nö, da geh ich nicht hin. Ich kenne mein Glück, ich flieg bis auf die Fresse, da liegst du wieder im Dreck und darf die ganze Scheiße von vorne machen. Das wollen wir ja nicht. Das gibt's so nicht, Eddie. Warte! Kannst du. Ach so, ja, wir können ja hier, wir können uns ja haken. Was, das ist endlich, dürfen wir jetzt endlich entspannt nach Hause gehen. Oh, wir müssen hier runter. Ich meine, so viele Leute waren es jetzt gar nicht, die wir jetzt töten mussten. Es war ja ganz easy, gell? Es waren ja bloß so gefühlte 400 Leute. AJ, du hast wieder ein Stück unserer Kultur gerettet. Das Volk von Kyrat steht in deiner Schuld. Der Blutrubin, Mission beendet. Sehr schön. Hallo AJ. Bitte halt deine Klappe. So, meine Freunde der Sonne, das war's schon wieder für die Folge. Ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen.
Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.